Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit der Rache des Subs für den Oktober 2020. Ja, wir schauen uns wieder gemeinsam an, welche Bücher bei mir eingezogen sind. Es sind wohl 20 an der Zahl. Hoch, relativ viel, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin sehr gespannt, was davon schon gelesen ist, was noch nicht gelesen ist, warum es vielleicht nicht gelesen ist, an was ich mich noch an den Büchern erinnere. Hier vielleicht mal vorab, das Bild ist heute vielleicht ein bisschen anders. Das liegt daran, dass ich heute mal mit meiner Handykamera, mit meinem Smartphone filme, weil meine andere Kamera heute ein bisschen gezickt hat. Und ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal hier und ja, gucken wir einfach mal, wie das so ein bisschen klappt. Ja, 20 Bücher sind eingezogen. Ich bin einfach super neugierig, was ist schon gelesen, was suppt noch, und da schauen wir uns jetzt gemeinsam das Video vom letzten Jahr an. Und da die Steffi, ganz dunkle Haare und Bob, ja, irgendwie eine Frisur, die mir im Nachgang nicht so gut gefällt, aber darum soll es gar nicht gehen. Ah, der neue Fitzek ist eingezogen, Identität 1147, irgendwie so. Das war so eine Krimi-Thriller-Sammlung, die Sebastian Fitzek irgendwie ins Leben gerufen hat zu den Corona-Zeiten im Frühjahr. Und es haben sich eben 1147, 42 ja, Leute gefunden, die eine Kurzgeschichte eingesendet haben. Einige wenige, ich glaube ein paar 20 waren es, haben es dann ins Buch geschafft. Das wurde durch eine Jury ausgewählt. Ich fand die Geschichten sehr unterschiedlich. Sie hatten alle dieses eine Thema Identität. Also was ist, wenn du, ich glaube, eine Kamera findest, ein Handy findest, wo Fotos von dir drauf sind. Wie reagierst du? Es sind einige bekannte Autorinnen und Autoren mit dabei gewesen, aber eben auch Unbekannte, die hier die Möglichkeit hatten, eben auch ja, ihre erste Kurzgeschichte sozusagen zu veröffentlichen. Ich weiß, dass ich das ganz unterschiedlich von den Geschichten gesehen hatte, dass ich die unterschiedlich bewertet habe, dass ein paar sehr gute dabei waren, aber auch welche, wo ich dachte, muss nicht sein. Ich habe auch dadurch, ich glaube, zwei Autoren entdeckt. Müsste jetzt aber nachgucken, welche ich damals da spannend fand. Dann habe ich von Richard David Brecht Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens als Hörbuch dann auch gehört. Ich bin nicht der größte Fan von Brecht. Ich finde, dass er manchmal schon eine Philosophie hat, die modern ist, die, glaube ich, auch vermittelt, wie das moderne Leben vielleicht irgendwie mal sein könnte, aussehen sollte, wie auch immer. Ich mag seine Interviews auch sehr unterschiedlich, je nach Thema, mal gerne, mal weniger. Hier muss ich sagen, dass ich schon dachte, Mensch Junge, wenn du alles so pessimistisch und schlecht siehst, ach, dann, ja, was beschäftigst du dich eigentlich damit? Also er sieht künstliche Intelligenz natürlich schon irgendwie als Hilfe, hat aber sehr viel Skepsis dagegenüber, was das mit dem Menschen macht, und war da schon sehr kritisch. Dann ist Nalas Welt bei mir eingezogen von Dean Nicholson. Das ist eine Geschichte von, ja, von ihm selbst, der, soweit ich mich erinnere, in Europa rumgereist ist mit dem Fahrrad, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, hat dann unterwegs irgendwo bei Kroatien Nala gefunden, also eine Katze, um die er sich dann gekümmert hat, mit der er zum Tierarzt gegangen ist und mit der er jetzt eben auch noch unterwegs ist. Das fand ich eine sehr rührende, sehr schöne Geschichte. Hat mir gut gefallen. Ich mochte den Aspekt des Reisens und dann eben auch diesen Bezug zur Katze, diese Tierfreundschaft, die entstanden ist und ja, was einen eine Katze auch einfach geben kann. Und das fand ich richtig schön, das hat mir gut gefallen. Und ja, ich hatte es schon befürchtet, dass eines Menschenflügel von Eschbach bei mir eingezogen ist. Es ist ja sowohl als Hörbuch eingezogen, als dann, ich glaube, im Januar zu meinem Geburtstag auch als echtes Exemplar. Und ich habe es weder gehört noch gelesen, obwohl ich es so spannend tatsächlich finde. Denn wir sind hier ja irgendwie im All unterwegs. Wir sind auf einem Planeten und da wird wohl nicht gelaufen, sondern es wird eben irgendwie geflogen. Und ich weiß gar nicht, ob man dann wieder zur Erde geht und sich umschaut. Ich fand das so spannend und ich mag den Stil von Eschbach unglaublich gern und ich mag ihn auch als Mensch, wenn er in Interviews ist. Ich habe ihn auch schon auf der Leipziger Buchmesse so kennengelernt, ist glaube ich zu viel gesagt, aber habe ihn da erlebt. Ich ja, muss es unbedingt bald mal lesen. Jeden Tag ein bisschen glücklicher von Jasmin Arnsmeier. Sie ist ja auch eine YouTuberin und auch auf Instagram aktiv und ich mag ihre Bücher super gerne. Ich mag ihre Art, wie sie Vlog schneidet, wie sie über Achtsamkeit redet, über Meditation, über Dinge, die ihr gut tun, wie sie auch die Welt sieht, wie sie sich eben auch schöne Inseln einfach einbaut, uns daran teilhaben lässt. Das gefällt mir unglaublich gut. Und so mochte ich auch dieses Buch, was definitiv schon eher für Einsteiger, ja, gedacht ist, wenn es um das Thema Achtsamkeit geht, Meditation, gutes Essen, Journaling ist ein Thema. Und ich mag ihren YouTube-Kanal super gerne. Ich mag es, wenn sie uns ihr Bullet Journal zeigt. Da hat sie jetzt ja auch welche herausgebracht. Ja, ist ein komplett Rundum-Paket, was mir gefällt.
Beschwipste Früchtchen und andere Weihnachtskatastrophen von Franziska Erhardt. Puh, war so, ja, habe ich dann auch um die Weihnachtszeit mit einer lieben Freundin gelesen. Ich mag die Bücher von Franziska Erhardt sehr. Ich mag auch die Geschichten, die von ihr in London spielen. Wir sind hier, glaube ich, auch in Notting Hill unterwegs. Allerdings muss ich sagen, wenn man dieses Cover sieht, den Titel sieht, er hat einfach überhaupt nicht zur Geschichte gepasst. Wir haben hier zwei sehr fertige Charaktere, die einfach gar keine Weihnachtsstimmung haben aufkommen lassen. Die gute Seele von John Mars war der erste Thriller sozusagen von John Mars, den ich mir zugelegt habe, den ich dann auch mit den anderen Fangirls sozusagen gelesen habe. War auf jeden Fall sehr packend, war sehr blutig, sehr brutal, war ein anderer, ja, John Mars, als er es bei seinen Near-Future-Thrillern im Grunde ist, also wie The One, The Passengers. Und ja, wir hatten auf jeden Fall Spaß mit dem Buch, war, wenn ich jetzt das vergleiche mit Lügen töten oder wie das hieß, auf jeden Fall der bessere Thriller von ihm. Von Katinka Enkel ist Love is Bold eingezogen, Du gibst mir Mut. Könnte das tatsächlich schon das letzte Buch der Reihe gewesen sein? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, welcher Teil der Reihe es ist. Aber ich kann so viel sagen, dass mir diese Love Is-Reihe von Katinka Engel im letzten Jahr sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe ja die Reihe vorher in dem vorangegangenen Jahr schon sehr gemocht. Und ich mochte es hier, dass wir im Grunde auch in den USA unterwegs sind, dass es hier um Musik zu großen Teilen gegangen ist, dass wir auch immer so Charaktere haben, die wir immer wieder kennenlernen. Wir sind hier unterwegs in New Orleans, was ich toll und atmosphärisch fand, was wirklich auch dieses Feeling so eingefangen wurde von Katinka Engel. Es war jetzt kein gutes Deutsch, aber ich habe die Reihe sehr geliebt, ich habe sie sehr gerne gehört und ich habe Teil 1 und 2 direkt hintereinander gehört und habe dann auf den dritten hingefiebert. Das könnte schon Oktober gewesen sein, ne? Oder ist das der erste Teil? Ich bin mir leider jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wie die Reihe ist, das müsste ich nachgucken, aber die Reihe ist auf jeden Fall gehört. Waren, glaube ich, auch zwei unterschiedliche Leser, ja, Vorleser, wenn ich das richtig sehe. Und ja, mir hat Spaß gemacht. Also ich fand einfach dieses Feeling und diese Themen und ich mag es, wenn wir Geschichten haben, die so in der Welt spielen, aber doch immer unterschiedliche Lebensgeschichten erzählen, Liebesgeschichten. Und das hat mir hier auch sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ist das schon was Neues von Katinka Engel? Müsste ich mich mal informieren. Ja, dann gab es den zweiten Teil zu Quality Land von Marc-Uwe Kling. Da habe ich den ersten Teil ja absolut gefeiert. Es war für mich echt so ein satirischer, dystopischer Roman, den ich großartig fand, wo wir eben in der Zukunft sind, wo man abgestempelt wird oder einkategorisiert wird, je nachdem, was die Familie, die Eltern vor einem irgendwie waren und man dann eigentlich ganz schwer aus seiner Schiene wieder rauskommt. Und ja, wir haben hier wirklich einen satirischen, ja, und auch sehr zynischen Blick und auch schwarzhumorig, definitiv, auf eine Zukunftswelt, wenn es um Dystopien geht. Fand ich toll, ist für mich aber nicht an den ersten Teil rangekommen. Dann von Eckhart Tolle Jetzt, habe ich mir letztes Jahr irgendwie mal zugelegt, habe ich, glaube ich, in diesem Jahr gelesen. Ich habe sehr viel von Eckhart Tolle so in Verbindung gehört zum Thema Achtsamkeit, von eben im Jetzt leben, was es im Grunde bringt, wie man dahin kommt. Es war nicht so ganz meins. Also ich fand ihn manchmal sehr wiederholend. Ich dachte mir auch, naja, da bin ich auch irgendwie schon selbst drauf gekommen. Ich fand nicht, dass er mir viel Neues erzählt hat. Ich habe auch nicht sehr viel Weisheit daraus mitgenommen, auch nicht viele Gedankengänge oder Impulse. Es war so okay, vielleicht auch hier eher was für Einsteiger als für jemanden, der sich schon öfter mit beschäftigt hat. Ja, Orca-Sommer, ein Buch, was ich von der lieben Anka bekommen hatte, das für sie im letzten Jahr ja auch so ein kleines Highlight war, aus dem Magellan Verlag, habe ich in diesem Jahr auch gelesen, wurde gepickt von der lieben Christine, da gibt es ja auch ein Hangout mit dazu, da könnt ihr auch gerne mal reingucken, wie mir das Buch gefallen hat, ich fand es toll. Mir hat es sehr gut gefallen. Wir sind hier in den USA, wir haben hier eine Protagonistin, die ja zu ihrem Vater zieht oder irgendwie im Sommer besucht. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so richtig sicher. Ich glaube, nur im Sommer besucht. Und ja, dort an der Küste findet sich irgendwann ein Orca. Und wir haben eben diese Beschäftigung über Wale, über Orcas, über wie das auch in Aquarien so zu sich geht. War eine tolle Jugendbuchgeschichte, hat mir gefallen. Von Sonja Fiedler ist mein kleiner Apfelhof zum Glück eingezogen. Daran war eigentlich schuld, soweit ich mich erinnere, ein ja, Weihnachtsbuch, was auf diesem Apfelhof spielt und ich diese Alpakas, Lamas so toll fand. Und dann dachte, naja, du solltest vorher schon den ersten Band gelesen haben, bevor du ja, die zweite Geschichte liest und ich kann mich nicht mehr erinnern so richtig. Also ich glaube, ich fand es okay, wäre jetzt so mein Gefühl. Ich habe nicht weiter gehört. Also der weihnachtliche Band ist im Grunde nicht bei mir eingezogen. Dementsprechend denke ich, dass es vielleicht doch nicht so gut irgendwie war, wie erwartet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir zu dem Apfelhof kamen und warum dann
Ist das irgendwie, dass da die Oma irgendwie krank wurde und die Enkelin hingekommen ist und dann irgendwie findet sie noch Alpakas oder waren es Lamas? Aber auf jeden Fall gehört. Aber es ist nicht sehr viel hängen geblieben. Wie gesagt, ich glaube eben auch nicht, dass ich so begeistert war, weil ich es eben auch dann nicht, die Weihnachtsgeschichte im Grunde nicht gelesen habe. Und da quatscht die Steffi jetzt relativ lange rum. Ah, Wasteland ist bei mir eingezogen und Wasteland habe ich angelesen und ich glaube angelesen und abgebrochen. Ich glaube nur so 50, 60 Seiten gelesen. Es war ein sehr merkwürdiger Schreibstil, ist jetzt auch schon ein Stück her. Ich glaube auch irgendwie ohne Punkt und Satzzeichen, also ohne Anführungszeichen, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe das als sehr Buch in Erinnerung, fand es aber ganz spannend, weil wir hier eben auch so ein postapokalyptische Science-Fiction-Story haben, die ich glaube, habe ich es als Mängelexemplar bekommen oder gefunden. Ach, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wo ich das entdeckt habe oder habe ich es geschenkt bekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, keine Ahnung. Aber ein Buch, was ich angelesen habe und mir leider nicht gefallen hat. Und ich, ich habe, glaube ich, hier nicht mal ein Drittel gelesen, sonst wäre es, glaube ich, auch in der Bücherwoche aufgetaucht. Ich habe es wirklich so Art Trier Chapter, einfach mal 30, 40, 50 Seiten und dann merkt man ja manchmal, ach nee, das holt mich irgendwie nicht ab. Aber ja, das passiert, ist aber ja weiter auch gar nicht schlimm. Von T.S. Orgel ist auch ein Büchlein eingezogen. Ich glaube Fantasy, ich kann schon so viel sagen, ich sehe jetzt gerade nicht mehr den Titel, aber das ist abgebrochen. Das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen. Ich bin irgendwie durch mein Subregal gelaufen und dachte, jetzt wird's mal irgendwie Zeit für Fantasy. Ich weiß, dass ich das Haus der 1000 Welten, richtig, ich hatte damals den ersten Teil der Blausteinkriege gelesen. Ich fand den gut, aber habe da, glaube ich, auch nie weitergelesen. Und das Haus der 1000 Welten habe ich dann auch irgendwann abgebrochen. Weil bis ich es zumindest gelesen habe, sind wir überhaupt nicht in diesem Haus irgendwie vorgedrungen. Es war irgendwie eine Gruppe von ich weiß gar nicht, ob es auch unterschiedliche Lebensarten irgendwie waren oder ob es nur Menschen waren. Und ich weiß, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Leider hat es mich nicht gepackt. Also es war sehr ausufernd, ohne dass irgendwas erzählt wurde. Es ging auch irgendwie in der Story nicht so richtig weiter. War irgendwie nicht meins, habe ich aber abgebrochen. Habe ich auch definitiv besprochen, weil ich da definitiv mehr gelesen habe als nur so ein Trier Chapter. Sollte sich also in irgendeiner Bücherwoche auf jeden Fall finden. Dann von Wulf Dorn ist Kalte Stille bei mir eingezogen und ich glaube, Wulf Dorn war ein Autor, der ich durch die Krimi-Thriller-Kurzgeschichten entdeckt hatte. Und von Wulf Dorn habe ich dann die Empfehlung von Anka bekommen, fang mit Kalte Stille an, das ist ein guter Thriller. Sie hat den auch gereadet, fand ihn, glaube ich, im Nachgang gar nicht mehr ganz so gut, wie sie ihn in Erinnerung hatte. Tatsächlich kriege ich es auch nicht mehr so zusammen, Kalte Stille. Ich habe auf jeden Fall von Wulf Dorn noch, glaube ich, ein Buch hier auf dem Sub, dementsprechend glaube ich, dass das gar kein so schlechtes Buch war. Ich glaube aber, es war recht blutig, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und haben sich die nicht am Ende auch ein bisschen doof verhalten? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ah, ein ungelesenes Buch. Ein Buch, was ich gleich bei Steffi vom Buchschnack gesehen habe. Es geht da um die Welt von Eis und Feuer, also um Game of Thrones. Wird hier, glaube ich, wissenschaftlich betrachtet mit den historischen Zusammenhängen und Ähnlichem. Und Steffi hat in irgendeinem Video darüber geschwärmt und ich bin einfach ein sehr gebranntes Kind, was Staffel 8 angeht. Ich kann das einfach nicht überwinden, wie schlecht ich ja im Grunde schon Staffel 7 nicht ganz so glücklich war und mit Staffel 8 ja und auch mit dem Ende. Das Buch ist noch hier im Regal, es ist ungelesen. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel Interesse aktuell, mich in diese Welt nochmal irgendwie fallen zu lassen. Ich freue mich nächstes Jahr auf die neue Serie und vielleicht kommt dann auch die Lust, aber das ist erstmal ungelesen. Ja, Der Heimweg von Sebastian Fitzek ist als Hörbuch bei mir eingezogen und ist auch mittlerweile wieder ausgezogen. Habe ich umgetauscht, umgehört bei Audible. Ich habe einige sehr kritische Stimmen gehört. Ich habe Warnungen aus dem Bekannten- und Freundeskreis bekommen mit Steffi. Das ist überhaupt kein Thriller für dich. Der ist viel zu brutal. Das ist überhaupt kein klassischer Fitzek. Und habe ja auf diese Stimmen gehört und habe dann nach 2-3 Monaten einfach das Hörbuch umgetauscht. Das kann man bei Audible, dann bekommt man das Guthaben zurück. Ich habe nicht mal reingehört. Ich habe wirklich ungelesen, ungehört dieses Hörbuch zurückgegeben. Ich habe auch keinen Drang danach, es jetzt irgendwie noch zu hören oder zu lesen. Es zieht mich auch nicht zu seinem neuen Buch, das jetzt jetzt im Oktober erscheint, Playlist. Irgendwie ist der Funke oder das lodernde Feuer zwischen mir und Fitzek ist irgendwie erloschen. Ich habe ja sein anderes Buch im März
gelesen, was kein Thriller war, was ich ja auch nur so okay fand, was wahrscheinlich auch an Simon Jäger lag, aber ich habe den Heimweg ungehört wieder zurückgegeben. Wild Like a River von Kira Moon habe ich gehört, habe die Reihe aber dann auch nicht weiterverfolgt. Da sind wir, glaube ich, doch in Kanada unterwegs und wir haben Mädel, was eigentlich irgendwie so eine Art Streber ist, was sehr gerne lernt, was sehr gerne allein ist, was damit überhaupt keine Probleme ist, die sich gerne in der Natur aufhält, dann eben so auf zwei Wanderjungs trifft, die so überfordert sind mit einem Bärenüberfall und dann haben wir hier irgendwie gefühlt gleich große Liebe gehabt und ja, fand ich irgendwie okay. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das beendet habe. Ich glaube, ich habe sogar abgebrochen. War sehr enttäuscht, weil mir die Reihe, die irische Reihe von Kira Moon ja so gut gefallen hatte. Aber ich glaube, ich habe sogar hier den ersten Band abgebrochen, auch gar nicht weitergehört, weil mir das überhaupt nicht so gefallen hat. Also auch, ich glaube, sprachlich mir nicht so gut gefallen hat. Und das ist dann mal so. Kam von Kira Moon jetzt nicht irgendwas mit Island? Und es geht ungelesen weiter. Das Antiquariat der Träume, Bücher, ich kann es von hier nicht sehen, ich glaube der Träume. Wie ist dieses Buch zu mir gekommen? Ich kann mich leider gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Sehe ich den Autor? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das geschenkt bekommen von einer lieben Freundin, die das aussortiert hat, habe es aber noch nicht gelesen. Also, ja, das ist natürlich doof. Von Stephen King ist Blut bei mir eingezogen, ist, glaube ich, auch noch ungelesen? Glaube ich. Ist Blut? Habe ich Blut schon gelesen? Heieiei, ich bin bei Stephen King ist, finde ich das persönlich immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich habe Blut auch noch nicht gelesen. Das müssten ja auch Kurzgeschichten sein. Oder habe ich das schon gelesen? Ich sehe das schlecht. Ich kann es jetzt tatsächlich gar nicht so genau sagen. Ob Blut, ja, bei den Kurzgeschichten, ich weiß nicht, ich kann auch an meinem Gesicht nicht ablesen, ob gelesen oder nicht. Aber steht es hier bei mir oder steht es unten? Ich bin mir auch nicht sicher. Also ich würde da mal ein unsicheres draus machen, weil bei den vielen Kurzgeschichtenbänden von King kann ich manchmal nicht auseinanderhalten. Ja, und das waren sie jetzt, die 20 Neuzugänge aus dem Oktober letzten Jahres. Ich habe jetzt nochmal kurz geguckt, ob Blut schon gelesen ist oder nicht. Nein, es steht definitiv in meinem Regal. Das bedeutet, es ist ungelesen. Das heißt, ich habe tatsächlich vier ungelesene Bücher. Also ist, glaube ich, relativ viel so im Vergleich. 4 von 20. Jetzt Kopfrechnen, wie viel Prozent sind. Ja, sind also genau 20% ungelesen. Ist schon tatsächlich ein bisschen viel. Ich bin fast ein bisschen erschüttert. Aber bei Blut kann ich natürlich sagen, Kurzgeschichten von King, da muss man Lust drauf haben. Aktuell stecke ich ja in einem Kurzgeschichtenband. Und auch was das Buch von Eis und Feuer angeht, von Game of Thrones, vielleicht wandert das auch noch weg und wird wieder wegsortiert, weil es zieht mich da einfach nicht hin. Aber gut, 4 von 20 Büchern, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, aber doch, glaube ich, eine Menge, die ich eher selten habe. Aber Grüße gehen an Maike. Ich kann absolut mitfühlen, wenn da so überraschende Bücher bei einem auftauchen in der Rache des Sub. Aber es ist weiter überhaupt nicht schlimm. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr eins der 4 Bücher, die bei mir ungelesen sind, ja schon gelesen oder die anderen Bücher. Ich packe die Bücher auch mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr Rezensionen oder so zu den Büchern schaut, gebt das auch mal gerne ein. Sollten sich auf jeden Fall in meinen Bücherwochen auch wiederfinden. Und ja, so ein bisschen erschüttert beende ich dieses Video jetzt. Danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.